Und ich begrüße jetzt den Kulturwissenschaftler Walter Oetsch hier bei mir. Sie haben sich sehr ausführlich mit dem Thema Rechtspopulismus beschäftigt. Und ist der Rechtspopulismus in der Mitte der Gesellschaft tatsächlich angekommen? Es gibt einen langfristigen Trend, und zwar sowohl in Amerika, in den USA, als auch in Europa hin zum Rechtspopulismus. Und es gibt kurzfristige Schübe. Mhm. Tatsächlich findet jetzt eine Polarisierung statt. Wir beobachten einen Zustrom zu Rechtspopulismus, zum Beispiel auf Facebook, auch bei Demonstrationen, und gleichzeitig ein Teil der Gesellschaft, der sich dagegen stellt. Das kann zum Beispiel in Demonstrationen sein in Deutschland. Das kann noch ganz aktiv sein, die Zehntausenden Leuten, die auf den Bahnhöfe gehen, die auf die Grenze gehen und den Asylsuchenden helfen. Und warum greift der Rechtspopulismus oder auch die Polarisierung der Gesellschaft, wie Sie sagen, ausgerechnet jetzt so stark um sich? Ist das wirklich, hat das wirklich jetzt nur mit, unter Anführungszeichen, mit den Flüchtlingsströmen zu tun? Nein, es hat mit einem Trend zu tun. Und um diesen Trend zu erkennen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und versuchen, ein Gesamtbild der Gesellschaft zu entwerfen. Eine Gesellschaft kann man sich vorstellen wie ein Haus. Ein gutes Haus braucht ein starkes Fundament. In der Gesellschaft sind das Werte, Überzeugungen. Und ein gutes Haus braucht eine gute, stabile Konstruktion innen. Es braucht in der Gesellschaft soziale Bindungskräfte. Und es gibt jetzt bestimmte Entwicklungen, die dazu führen können, dass diese Bindungskräfte dünner werden, schwächer werden. Zum Beispiel, wenn die Einkommen und die Vermögen ungleicher werden, wenn die Beschäftigungssituation sich verschlechtert, was die Politik zum Beispiel gar nicht thematisiert, wenn eine hohe Jugendarbeitslosigkeit ist, wenn Leute die Angst haben müssen, dass sie im Alltag sehr, sehr arm sein werden. Wenn es diese Entwicklungen gibt, dann übersetzen das manche in eine Angst. Diese Angst hat reale Gründe. Und jetzt schauen Sie auf die etablierte Politik und Sie merken, dass diese Ängste nicht angesprochen werden. Und das ist jetzt die Stunde der Rechtspopulisten. Sie nehmen diese Angst, sie verstärken sie und sie lenken sie auf ein Bild einer gespaltenen Gesellschaft. Sie entwerfen ein Bild, da gibt es das Volk, die Guten, die Braven, die Anständigen, die Fleißigen. Und da drüben gibt es die Feinde, die Bösen, die Schlechten, die Sozialschmarotzer. Das sind immer dann die Eliten oder die da oben oder sozusagen die... Ja, die immer wir und die. Mhm. Das heißt, sie... Und die glauben, dass eine Harmonie gemacht wird. Wir sind das Volk. Und gleichzeitig, ja, wird das Bild einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft formuliert und die Spaltung vertieft. Und die diese Spaltung vertiefen, diese Demagogen, was sind das für Typen oder provokant gefragt, was können die, was die traditionellen Politiker nicht so gut können? Also, man könnte es gibt auch so eine Art Psychogramm sozusagen von so einem Demagogen. Erstens, das Psychogramm ist, sie müssen das tatsächlich für wahr halten. Mhm. Und im Hintergrund ist letztlich, und das kann man sagen, eigentlich immer eine Verschwörungsideologie. Also Populisten glauben, was sie da an Parolen... Die glauben letztlich, es ist eine riesige Verschwörung im Gange und wir decken das auf. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und der andere Punkt ist, im Grunde genommen können sie gar nicht viel. Es ist ganz einfach. Die FPÖ macht seit 25 Jahren immer das Gleiche. Jeder Wahlkampf, alles das Gleiche. Die Stärke der Demagogen ist die Schwäche der traditionellen Politik. Und die traditionelle Politik erkennt nicht die Risse in der Gesellschaft. So wie es vorher schon rechts und links polarisieren sich nicht. Immer dieser Einheitsbrei, es gibt keine Alternative. Und sie verstehen nicht diese ungeheure Distanz, zum Beispiel von jungen Leuten, zur Politik und das andere auch eine Krise der Medien. Also die jungen Leute angesprochen, was haben die für Bedürfnisse und warum? Das ist ja ein Trend, dass Populisten die Jungen so gut erreichen. Warum? Na, die Jungen bräuchten, man müsste die Jungen genauso wie an ihren Ängsten ernst nehmen. Mhm. Sie bräuchten ein Gegenüber, der sagt, ich verstehe dich, ich verstehe deine Ängste. Und ich habe eine Lösung. Und ich habe eine Lösung. Das heißt, ein klarer Blick, Probleme anzusprechen. Zum Beispiel ein ungeheures Versäumnis war 2008, die Krise wurde von der Politik nicht erklärt.
Jetzt interessiert mich, Sie sind ja, Sie haben sich auch mit NLP sehr stark auseinandergesetzt. Sie unterrichten das auch, also trainieren es. Das ist ja quasi, kann man sagen, ein sprachliches Programm, das ursprünglich dazu da ist, dass man seine eigenen Stärken eigentlich besser hervorkehren kann. Das aber natürlich von sehr vielen Politikern verwendet wird, um Botschaften unter Anführungszeichen scharf zu machen. Was für sprachliche Tricks, rhetorische Tricks kommen denn da zum Einsatz? Ja, im Grunde genommen, man muss immer dieses Bild wir und die verstehen. Mhm. Und man sollte verstehen, vielleicht noch ganz kurz, dass dieses Bild grundsätzlich falsch ist. Und die sprachliche Idee ist, wie kann ich dieses Bild befördern? Das heißt, für die eigene Sprache erfinden, Sozialschmarotzer, Asylanten, negative Ausdrücke, jede Art von Gewalt zu produzieren. Das heißt, Gewaltfantasien auf sie und von ihnen. Das heißt, wenn ich so denke, ja, dann ist eigentlich, ich brauche überhaupt keine Beweise. Ich weiß, dass das der schlechte Teil der Gesellschaft ist. Und das heißt, wenn irgendwas kommt, es gibt ja jetzt zum Beispiel ungeheuer viele Berichte auf Facebook, dass die Leute, die zu uns kommen, so viele Gewalttaten begangen haben. Die stimmen alle nicht. Nur wenn ich in diesem Denken bin, dann weiß ich, es muss stimmen. Und wenn die Medien das nicht berichten, dann ist das der Beweis dafür, dass die Medien sozusagen nicht die Wahrheit sagen. Also wird behauptet. Was könnte denn verantwortungsvolle Politik langfristig eben diesen Populisten entgegensetzen? Ja. Wie müssten sie es machen? Was sind die Bedürfnisse? Eigentlich bräuchte man drei Dinge. Mhm. Nämlich erstens eine Politik, die über die Gesellschaft redet, die ein Bild der Wirtschaft hat und die diese Risse zur Kenntnis nimmt. Diese Politik müsste die Ängste verstehen, sie müsste sie ansprechen können. Zweitens, in eine Vision, in ein Bild eines guten Österreichs übersetzen. Wie soll Österreich in 5 oder 10 Jahren darstellen? Und drittens, diese Politik sollte erkennen, dass es keinen Sinn macht, den Rechtspopulisten rechts zu geben. Sie sollte die Bewusstheit haben, dass man diese Sprache nicht verwenden darf, weil das eine verstärkende Spirale ist. Wenn Strache fordert einen Zaun um Österreich und die Innenministerin redet auch von einem Zaun, dann ist Strache schon wieder weiter und redet vom eisernen Vorhang. Mhm. Und wenn wir den eisernen Vorhang hätten, dann wäre das weiter. Das heißt, es wird eine Entwicklung in Gang gesetzt und das ist die Gefahr einer sich verstärkenden Spirale, und das heißt, letztlich wird ein Abbau von Demokratie passieren und nicht das, was wir bräuchten, eine Revitalisierung von Demokratie. Gefragt sind also positive Bilder, Visionen für eine längerfristige Zukunft, unter der man sich auch was vorstellen kann, ja. Also eben als auch gut formuliert. Ich danke Ihnen sehr für die Erklärung und für Ihren Besuch hier im Studio, Herr Oetsch. Danke. Dankeschön.